Rauchschwaden steigen hoch aus Port Elizabeth in Süden Afrikas und aus der Mine, der geplünderten Mine, nördlich davon. Ein Trupp deutscher Händler auf ihren Kamelen ist in die Stadt hineingezogen. Was empfinden die Europäer wohl, wenn sich der Ring der Angreifer um ihre Stadt herum schließt, wenn immer mehr Tribocke und Zulu-Impi-Krieger herankommen? Einen Ausfall haben sie gemacht. Hier ist eine Einheit Schütze, ein Truppschütze rausgezogen, hat einen Tribok vernichtet, den wir, die Zulu, hier an die Stadt herangeführt haben. Sehr dramatische Ereignisse, die aber, denke ich, zu unseren Gunsten ausgehen sollten, Piero Parker. Ja, das denke ich eigentlich auch, das hoffe ich. Die Europäer fühlen sich sicherlich nicht so ganz behaglich zurzeit. Da stehen sie, die ganzen wilden schwarzen Afrikaner dort vor den Toren ihrer vermeintlich zivilisierten Städte und wollen sie ihnen entreißen. Und so wie es aussieht, wird uns das hier auch, nachdem uns das ja in Pretoria gegen die Buren schon gelungen ist, ihr erinnert euch, ist schon einige Folgen her, wird nun demnächst, hoffentlich, vermutlich schon bald die nächste europäische Stadt fallen, nämlich Port Elizabeth. Einige Buttons. Wir haben viele, viele Einheiten, die mittlerweile so viele Kampferfahrungen gewonnen haben, dass wir die noch ein bisschen aufleveln können. Der hier beispielsweise, dem gebe ich mal Kampf im unwegsamen Gelände eins drauf. Ich hoffe, das ist dir recht. Und den können wir sonst noch befördern. Hier ein Tribok. Das ist frisch produziert in unserer Hauptstadt Ulundi. Bekommt ebenfalls etwas dazu und insbesondere hier die Salve, 50% Kampfstärke plus gegen Städte. Und dann haben wir hier eine Einheit Tribok, die vernichtet worden ist, habe ich gerade erzählt. Und hier wurde ein Impi bombardiert aus Port Elizabeth und ist jetzt auch futsch. Zwei Einheiten verloren haben wir beim letzten Rundenwechsel. Dann ja, unsere Taktik, die wir in der letzten Folge besprochen hatten, nämlich unseren Impi dort als, wir hatten das so unschön, Kanonenfutter genannt, da müssen wir uns... Du hattest das genannt. War ich das? Ja, ich würde doch so niemals über unsere tapferen Impi-Krieger reden, die uns anvertraut werden. Schön, dass du deinen Teamkollegen hier aus deinem Moderatorenteam hier gleich so schön mit reinziehst und sagst, ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte nur klar machen, dass der Job dir jetzt zufällt, zur Witwe hinzugehen und die Witwen und Waisen zu trösten. Witwen im Plural, denn damals haben, glaube ich, die tapfersten Krieger auch jeweils mehrere Frauen haben können. Tja. Auf jeden Fall haben sie Gutes getan, denn die Impi, denn unser Plan ist aufgegangen, dass sie so ein bisschen das Feuer abfangen, was sonst auf die Tribocke hätte gerichtet werden können. So können wir in dieser Runde erneut dreimal mit unseren Tribocken schießen. Das wäre zumindest die eine Möglichkeit. Die andere Idee wäre natürlich, wir versuchen uns dieses Schützen zu entledigen, den die Engländer dort in der letzten Runde erstellt haben und aus Port Elizabeth herausgezogen haben. Da müssen wir uns vielleicht einmal so ein bisschen den Kampfprognosen anschauen, wie gut oder schlecht unsere Chancen da sind. Ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Also die Tribocke, die werden kaum Schaden zufügen, diesem englischen Schützen hier. Ich denke, wir lassen es drauf ankommen. Wir riskieren einfach, wir bombardieren weiter die Stadt, versuchen die schnellstmögliche einzunehmen und lassen uns hier nicht in solche Scharmützel ein. Natürlich können wir den Schützen hier schwächen, indem wir ihn angreifen, durch diese Einheit beispielsweise oder durch andere Impi. Aber die Tribocke sollten wir weiterhin dazu benutzen, um hier Port Elizabeth anzugreifen. Wir haben ja auch drei Tribocke in Schussreichweite zur Stadt. Und wenn wir in dieser und in der nächsten Runde die Stadt bombardieren, dann sollte das reichen. Die hat noch etwa 60% ihrer Lebenspunkte. Nächste Runde sollte die Stadt dann von uns eingenommen werden können. Wäre mein Vorschlag. Ja, ich teile den. Finde ich gut. Lass uns einfach mal weiter die Stadt bombardieren. Da hört ihr die Engländer in Port Elizabeth schreien und wehklagen, als diese brennenden Geschosse auf sie hin niedersausen. Fast erobert die Stadt. Beinahe. Ja, da wäre die Frage, ob wir das sogar hinkriegen könnten in dieser Runde bereits. Natürlich unter dem Opfer vielleicht eines oder zwei Impi-Soldaten. Lass uns
sehr riskant. Was würde das bringen? Es würde uns bringen, dass wir Port Elizabeth in dieser Runde bekämen. Die würden in der nächsten Runde, würden die Engländer mit dem Linienschiff, das dort südlich von Port Elizabeth liegt, würden sie feuern. Der Schütze würde versuchen, die Stadt wieder einzunehmen. Würde ihm in einer Runde nicht gelingen, glaube ich, prognostiziere ich. Da ist die Frage, ob wir dann in der nächsten Runde es schaffen, diesen Schützen zu erledigen, weil der muss dann in der nächsten Runde sterben, wenn wir Port Elizabeth tatsächlich in dieser Runde schon einnehmen könnten. Bist du dir sicher, wenn wir die Stadt hier erobern würden, dass der Schütze die nicht umgehend wieder zurückerobert, weil die Lebenspunkte werden doch weiterhin erstmal reduziert oder sogar bei null, oder? Die sind bei 50% dann. Ah, verstehe. Witzigerweise, wenn wir die Stadt jetzt einnehmen, hat die Stadt 50% Lebenspunkte. Sofort zurücknehmen können sollte sie sie nicht. Sollte der Schütze die Stadt nicht. Und das Linienschiff, was in der Stadt drin ist, das wäre dann auch vernichtet in dem Augenblick, wo wir die Stadt einnehmen? Genau, nur das, was da südlich liegt, das kann dann natürlich in der nächsten Runde wieder feuern, wird es sicherlich auch tun und der Schütze wird dann halt auch nochmal wieder angreifen. Die Frage ist, ob diese beiden Angriffe zusammen reichen, um die 50% der Stadt, also 100 Lebenspunkte, dann wieder auf Null runterzubringen, und ich behaupte, nein, das schaffen sie nicht. Dieser Impi, den wir jetzt gerade aktiv haben, der ist ja schon sehr stark angeschlagen. Wir haben noch weitere Impis in der Nähe stehen. Einer davon ist einer mit 3 Zügen. Wissen wir, ob da noch ein zweiter? Der hat 3. Wie sieht's aus mit dem nördlich? Der hat 2. Und der im Westen, der hat auch 3. Dann könnten wir also vielleicht eher mit diesen beiden stärkeren Impis angreifen. Und dann könnte das, toi toi toi, klappen. Mit dem hier? Wollen wir es wagen? Wollen wir es riskieren? Du machst einfach. Finde ich gut. Sympathisch. Auf geht's. Erstmal unser Fernkampfangriff. Ach so, das zielt ja gegen Städte gar nicht. Da greifen wir einfach nur einmal an. Buh, buh, buh. Das wird knapp. Daumen drücken. Wird Port Elizabeth fallen? Oder dauert's noch eine weitere Runde? Ja, hat geklappt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wagemut hat sich ausgezahlt, hoffe ich mal. Ich hoffe, in der nächsten Runde wird uns die Stadt nicht wieder abgenommen. Ja, wollen wir mal gleich hier eine Marionette erstellen. Alles sehr riskant, ja. Marionette macht auf jeden Fall Sinn. Alles andere ist erstmal nicht so sinnvoll. Aber neugierig, wie wir sind, schauen wir mal rein. Wow, guck mal. Viele, viele Gebäude. Hafen, Kolosseum, Kornspeicher, Münzanstalt, Schmiede, Seehafen, Museum, Amphitheater, Opernhaus. Wow. Jede Menge Kulturgebäude. Leider keine Kunstwerke, die wir da reinstecken könnten. Und wie viel Einwohner hat die Stadt? 3 noch. Nicht mehr so viel. Und in 3 Runden beginnt die Stadt auch Produktionen zu leisten. Vorher nicht. Da sind die Bürger noch im Widerstand. Jetzt müssen wir uns natürlich hier kümmern, um den Schützen. Ja, dann müssen wir uns um den Schützen kümmern. Die Frage ist, was kann der in der nächsten Runde anrichten? Er kann Port Elizabeth angreifen. Er kann einen Tribok angreifen. Schöne Idee. Das ist natürlich super. Wir haben hier 2 Impis, mit denen wir diesen Schützen natürlich dann jetzt nochmal schwächen können, bevor er überhaupt in der nächsten Runde aktiv werden kann. Sehr, sehr schön. Das sollten wir natürlich auf jeden Fall tun. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es nicht gelingen wird, dass sie Port Elizabeth in der nächsten Runde schon wiederholen. Ah, und ein weiterer großer General, den wir dadurch bekommen haben. Wir haben genug militärische Erfahrungspunkte angesammelt für den dritten jetzt. Das ist auch sehr schön, weil wir uns dann natürlich überlegen können, vielleicht demnächst tatsächlich irgendwo eine taktisch kluge Zitadelle aufzustellen. Der ist wirklich stark geschwächt. Schau mal, der hat kaum noch Lebenspunkte hier, der Schütze. Der wird wahrscheinlich draufgehen, wenn er eine Stadt angreift. Insofern hoffe ich sogar, dass er das tut. Richtig, das stimmt. Schade, dass der keine Bewegungspunkte mehr hat, sonst könnten wir ihn hier plündern lassen und dann könnte er eventuell die nächste Runde überstehen, sonst sehe ich hier leider schwarz. Er kann da leider nicht plündern, weil dieses Land ja mittlerweile uns gehört und ein eigenes Land kann man nicht plündern. Oh, pardon. Insofern, aber trotzdem, da wird
möglicherweise natürlich, also wir dürfen nicht vergessen, dass dann auch immer zwei Linienschiffe südlich vor Port Elizabeth liegen. Das heißt, wir sollten schnellstmöglich versuchen, unsere Einheiten von der Küstenlinie wegzuholen. Die Linienschiffe werden weiter Port Elizabeth bombardieren. Deswegen müssen wir da aufpassen, dass wir da möglichst keine englischen Nahkampfeinheiten mehr zu nah an die Stadt heranlassen. Na, wie mache ich das denn? Wie aktiviere ich denn jetzt hier diesen General? Den wollte ich mal aus der Stadt rausholen. Mal auf die Stadt draufklicken. Da ist er. Pyrrhus! Nein, das ist kein gutes Omen! Das ist kein gutes Omen! Der General Pyrrhus ist es ausgerechnet. Hatte ich, glaube ich, war das in dieser Folge? Nein, es war in einem anderen Let's Play, dass ich über den was erzählt habe. Das war ein griechischer General. War das ein Grieche oder war das ein von einem dieser Völker oder Nationen, die aus den Griechen entstanden sind, die das den Mittelmeerraum besiedelt haben, irgendwie aus dem griechischen Kulturraum halt. Und er hat in Süditalien einen langen, langen Feldzug durchgeführt. Ich weiß nicht mehr, ob gegen die Römer oder gegen andere, und hatte einen Sieg nach dem anderen errungen, glorreich, hat aber schließlich den Krieg verloren, weil er halt Pyrrhus-Siege errungen hat. Danach ist dieser Ausdruck Pyrrhus-Siege, der ausdrücken möchte, toll, diese Schlacht gewonnen zu haben. Leider sind die Verluste aber so hoch, dass es nur taktisch Sinn gemacht hat, strategisch aber nicht. Ein Sieg, der sich schließlich wie eine Niederlage anfühlt und auch als eine solche insgesamt enden kann. Kein gutes Omen, Piro. Ja, vor allem dann nicht, wenn man bedenkt, was wir gerade für eine wirklich wagemutige Schlacht geschlagen haben gegen Port Elizabeth. Und wir haben ja gerade schon spekuliert, hoffentlich holen sich die Engländer diese Stadt nicht zurück. Dann hoffen wir wirklich, dass hier der Name kein Omen ist. In Ulundi ist ein Tribok erzeugt worden. Ich wäre jetzt doch dafür, hier mal endlich ein Aquädukt herzustellen. Ich klicke das mal probeweise an und mach mal den Stadtbildschirm auf. Das führt halt dazu, 40% der Nahrung bleiben erhalten, wenn ein neuer Bürger entsteht. Ansonsten ist die Nahrung ja futsch. Wir sind ja mittlerweile nicht mehr in der Notsituation, in jeder Runde eine neue Einheit heraushauen zu müssen. Wir haben ja mittlerweile mehr Einheiten, als wir vernünftig ziehen können bei dieser eine Einheit pro Feldregel, die es hier gibt bei C5. Und dadurch könnte die Stadt halt schneller wachsen. Und das hätte Vorteile, weil wir dann hier beispielsweise weitere Geländefelder anschließen könnten, denen es auch städtische Produktion gibt. Finde ich, macht Sinn. Leisten können wir sie uns mittlerweile auch. Ich glaube, wir hatten das Aquädukt schon mal erwogen, uns dann aber dagegen entschieden, weil wir ja zu Beginn dieses Szenarios doch etwas Geldprobleme hatten, was ja mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall ist. Schau mal, wir haben mittlerweile über 500 Gold hier im Portemonnaie. Wow. Können wir uns demnächst sogar schon Einheiten kaufen, wenn wir das wollen. Toll, cool, fühlt sich gut an. Wie kriegen wir in der nächsten Runde sicher irgendwie gekillt? Mehr können wir hier nicht machen. Wir sollten uns jetzt, denke ich, schon mal Richtung Westen orientieren. Um die Generäle kümmern wir uns am Schluss, wie wir die am klügsten ziehen. Sehr viele Linienschiffe, die bereiten mir Probleme. Kapstadt, ist das eigentlich die letzte Stadt der Engländer? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht können wir da einmal in das Stadtbild, einmal ins Diplomatie-Menü schauen. Wollen wir doch mal die Dame fragen, die das am besten wissen muss, diese rothaarige Hexe. Tut mir leid, ich kann nicht freundlich über sie sprechen. Sie ist halt unsere Feindin. Und wenn die uns so unverschämt anspricht, wollt ihr etwa um Gnade winseln, dann nehme ich mir das Recht aus, sie als europäische Hexe zu bezeichnen. Nur mal gucken, Frieden verhandeln. Ist natürlich nicht, dass wir es ernsthaft wollten. Oh, das wäre die Möglichkeit rauszubekommen, wie viele Städte sie hat. Nein, wir haben immer noch eine Angelegenheit zu regeln. Na gut. Ja, okay. Wo wollen wir denn den Scheiterhaufen für sie errichten? Ja, ich würde sagen, in Kapstadt direkt. Es wäre natürlich dann, wir sollten da, denke ich, nicht lange zögern und fackeln und natürlich demnächst dann auch Kapstadt direkt angreifen. Denn ich gehe tatsächlich davon aus, dass deren letzte Stadt ist. Vielleicht haben die irgendwo in Europa noch was, aber das dürfte uns hier nicht wirklich interessieren. Dieser Kavallerist, der macht dir Sorgen, ne? Ja, ja. Den sollten wir erst aus dem Weg räumen. Der ist einfach so mobil, der kann überall hinziehen, und dann sollten wir uns erst in die Schussweite von Kapstadt wagen und könnten auch ein bisschen Abstand halten zu den Linienschiffen, ruhig. Also den sollten wir erstmal rausnehmen aus dem Spiel. Und das geht nur mit Impi. Genau, richtig. Die Frage ist, wie wir das schnell anstellen. Wo haben wir denn noch Impi? Die sind alle... Die haben alle keine Bewegungspunkte mehr. Die haben wir alle gerade gebraucht bei der Eroberung. Aber den könnten wir hierhin beispielsweise ziehen. Das mache ich mal. Darf ich?
Und den hier oben, den bräuchten wir eigentlich hier auch für den Siedler, aber das hat, glaube ich, Priorität hier. Den ziehe ich mal hier hin. Er kann sogar 3 Felder weit gehen. Vielleicht sollten wir uns kurz überlegen, ob wir den anders ziehen, damit wir ein bisschen die Kontrollzone ausnutzen, denn ansonsten würde dort der Tribok südlich von Pretoria, der schon gezogen hat, dort eventuell in den Angriffsfokus dieser Kavallerie. Genau, mein, ja, genau, dass wir da, dass der nicht angegriffen werden kann. Vielleicht jetzt nochmal ein Feld nach unten links auf dieses Wüstenfeld, dann hier steht. Genau. Dann bremst er die Kavallerieeinheit aus und dem Tribok hier runter. Ah, der kann dann aber attackiert werden, ne? Nee, der kann nicht. Nee, eben nicht, wegen der Kontrollzone. Hat er 3 oder 4 Bewegungspunkte? 4. Nee, er hat 4. Wird unten 4 angezeigt, ja. Oh. Habe ich mich vorhin vertan. Das heißt, den Bautrupp, den sollten wir auf jeden Fall schon mal abziehen. Der sollte da aber trotzdem nicht dran vorbeikommen, oder? Ja, doch, natürlich. Durch 2. Die Kontrollzone verliert er 2. Da ist noch der Hügel, aber dann hat er aber noch einen. Ja, da hast du aber recht. Ziehen wir den Bautrupp da mal weg. Ich lasse den mal hier in der Stadt Pretoria eine Kaffeepause einlegen. Eine Frühstückspause. Und ja, jetzt der eine oder andere Impi mehr wäre jetzt nicht schlecht. Die sind alle zu weit weg jetzt. Aber wir haben halt alle im hier rein in die Stadt. Und hier haben wir jetzt noch einen Tribok, der sollte da auch stehen bleiben, damit er nicht in die Reichweite kommt von dem hier. Der kann da ruhig stehen bleiben, genau. Ja. Sollen wir vielleicht Nulundi das Aquädukt vertagen und da noch einen weiteren Impi raushauen? Denn ich habe irgendwie gerade auch das Gefühl, wir haben ein bisschen Mangel an Nahkampfsoldaten. Dann schiebe ich das Aquädukt mal gleich 2 nach unten, weil der nächste Bürger kommt ohnehin erst in 9 Runden. Genau. Den lasse ich hier stehen. Oder ich ziehe ihn, falls er sich nach Norden orientiert, hierhin beispielsweise. Nee, dahin nicht, aber hierhin könnte ich ihn ziehen. Das ist ja, da wird ja denn der Tribok, der dort nördlich steht, der könnte da ja auch hinziehen. Vielleicht und den lasse ich hier stehen. Lassen wir den da stehen, ja. Okay. Der bleibt da auch stehen, um den Siedler hier abzufangen. Hier haben wir noch einen Tribok, der kann, zieht ruhig schon mal Richtung Westen. Und hier oben können wir jetzt eine Stadt gründen hier mit dem Siedler. Und ich denke mal, ich mache mal die Ressourcensymbole an. Zur Erinnerung, wir wollten deshalb hier eine Stadt gründen wegen den vielen Luxusressourcen hier, den Pelzen, dem Marmor, dem Gold und der Seide, auf der wir uns im Augenblick befinden. Und wir hatten uns dieses Feld hier auserkoren, weil das am nächsten gelegen ist. Dann hätten wir im zweiten Kreis, also das wäre der Kreis, den wir sofort im Kulturgebiet hätten. Und eins drumherum hätten wir dann sehr viele von diesen anderen Ressourcen hier. Wäre das okay? Im Augenblick haben wir plus 20 Zufriedenheit. Hier oben steht's. Schaut mal, was jetzt passiert. Altertumsstätte. Na, da haben wir ja nichts von. Die können wir ja nicht ausgraben. Das ist das Archäologie-Feature. Genau. Das interessiert uns gar nicht. Müssen wir jetzt auch gar nicht erklären, weil wir können es ja eh nicht nutzen. Jetzt haben wir noch 15 Zufriedenheit. Das ist okay. Und wir können von Ungund-Gund-Lovu aus hier einen Angriff durchführen auf diese Barbareneinheit, diese Kavallerie. Prima. Dann sollten wir natürlich dran denken, die Stadt umzubenennen. Mein liebstes Hobby, Städte umbenennen. Denn die anderen haben wir auch alle umbenannt. Und ist beispielsweise die Seide. Ich hätte ja mit Silk Valley hätte ich. Achso, mein Tipp wäre jetzt Sweet Silk. Warum Sweet? Weil Seide sich so schön glatt auf der Haut anfühlt. Ich wollte eine erotische Komponente hier reinbringen. Bitte, dann los. Dann. Wir wollen ja auch den erwachsenen Zuschauern ein bisschen was bieten. Tja. Das kann ja auch kein Mensch aussprechen. Ich bin gespannt, wie oft wir über diese Zungenbrecher hier noch stolpern werden. Jetzt haben wir einmal Silly Sheep und einmal Sweet Silk. Das wird uns einiges an Problemen bringen. Vor allem mir.
ganzen Alliterationen. Machst du es eigentlich absichtlich? Ja. Tja. Na gut. Was bauen wir hier? Eine Wassermühle, um die Produktion in der Stadt direkt anzukurbeln. Erstmal haben wir hier ganz, ganz viel Schundmarkt, Werkstatt, Aquädukt, Ikanda, die Kaserne, Kolosseum, Kornspeicher, Monumente, alles gratis Gebäude, die uns hier in diesem Szenario spendiert werden. Wassermühle würde plus 2 Nahrung plus 1 Produktion bringen und scheint mir auch das Sinnvollste zu sein. Alternative wäre, wir könnten hier einen Bürger einstellen, um die Produktion anzutreiben. Wir haben hier Nahrung plus 1, das nutzt uns im Augenblick eh nichts. Das heißt, wir könnten hier beispielsweise den hier rausnehmen und den in die Werkstatt tun, dann hätten wir die Wassermühle, die Idee früher fertig. Das ist eine gute Idee. So, mal gucken, ob das Programm diese Einstellung beibehält. Ja, funktioniert. Und hier die Kavallerie, die könnten wir jetzt auch schon angreifen, bringt nicht allzu viel. Aber ich glaube, da würden wir schon eine ganze Menge Schaden verursachen, zumal wir ja vorher noch unseren Nahkampfangriff haben. Ich stelle mal hier den anderen Impi daneben. Dadurch haben wir dann noch einen Flankierungsbonus von plus 10%. Super. Mhm. Ah, da ist er geflohen. Diese Kavallerie hat diese Eigenschaft, die sich vor Nahkampfeinheiten zurückzuziehen. Deswegen habt ihr jetzt gesehen, hat nur dieser Fernkampfangriff hier stattgefunden, aber keine wirkliche Schlacht. Da ist die Kavallerie einfach ein Feld zurückgezogen. Jetzt können wir auch hier die Straßenverbindung errichten und können auch vor allem damit beginnen, hier die Modernisierung zu bauen. Hier kommt eine Seidenplantage hin, damit wir diese Luxusressource nutzen. Und hier werde ich noch eine Straßenanbindung errichten. Hier ist schon eine Straße. Dann ziehe ich hier eins hoch und hier bauen wir jetzt auch eine Straße. Und hier könnten wir jetzt einen portugiesischen Siedler massakrieren, was wir natürlich nicht machen, denn mit denen wollen wir uns noch nicht verscherzen mit den Portugiesen, Piro. Genau, auf gar keinen Fall. Die sind sehr, sehr stark. Ich glaube, eine der stärksten Nationen überhaupt, die wir hier bisher haben. Da auf gar keinen Fall jetzt Ärger. Wir haben ja im Moment mit den Engländern genug zu tun. Die Deutschen angreifen bringt auch nicht so richtig viel. Stehen da auf einem bewaldeten Hügel, bringt nichts. Wir stehen hier einfach nur auf Grasland. Sollten wir uns vielleicht hier erstmal weiterziehen, nach rechts können wir nicht. Beide Einheiten versperren hier den Weg. Vielleicht platzieren wir uns hier einfach hier auf diesem Waldfeld. Dann haben wir noch den Fluss dazwischen, falls der uns weiter jagt. Mhm. Es gibt ja auch einen Kampfmalus, ein solcher Fluss. Wenn man den überqueren muss für einen Angriff. Viele, viele belgische Einheiten da oben. So, und jetzt müssen wir bei den Generälen ein klein bisschen aufpassen, dass wir die nicht verlieren, weil wir eventuell unachtsam sind. 3 Stück haben wir ja. Hier ist der erste. In einem Radius von 2 Feldern gibt der Kampfboni. Den sollten wir eigentlich also ein bisschen dichter noch ranstellen an die Stadt. Hat sich aber schon bewegt, diese Runde, deswegen hat keine Fortbewegungspunkte mehr. Hier steht ja auch schon der nächste, der reicht ja aus, das hatte ich eben übersehen. Die könnten wir dann sogar hier hinziehen. Aber dann wird er eventuell, doch, das wäre glaube ich ganz gut, ja. Den ziehe ich mal hier hin. Ja, macht eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Hm? Doch, weil wenn der Schütze durch ein Wunder den Tribok zerlegen würde, dann wird der General draufstehen. Ja, dann, wenn dieses Wunder tatsächlich eintreten würde, das halte ich aber für ausgeschlossen. Ich glaube nicht an Wunder. Tja, dann wirst du auch wahrscheinlich niemals eins erleben. Was für ein trauriger Moment in diesem Let's Play. Andererseits ist es vielleicht durchaus ein Wunder, wenn man das mal so sehen möchte, dass wir die rückständigen Zulus hier, unser Land, doch so erfolgreich verteidigen können zurzeit und nicht nur schon die Buren aus unserem Kontinent vertrieben haben, sondern jetzt auch schon die erste englische Stadt erobert haben und in unser eigenes Reich einverleibt haben. Das kann man ja durchaus als Wunder bezeichnen. Das stimmt. Eine Runde weiter. Und dann schauen wir, natürlich wie immer spannend, was tun die Engländer? Was passiert hier mit Port Elizabeth? Was macht die Kavallerie bei Kapstadt? Wir werden natürlich beschossen, klar. Die Stadt selber wird beschossen. Au, nimmt erhebliche Einbußen von den Lebenspunkten her.
Oh, hast du das gesehen? Ganz, das ist ja unfassbar. Kaum noch Lebenspunkte. Ach du meine Güte, das war wirklich knapp. Während, bevor wir uns das anschauen, hier findet noch ein Impi einen Ferntod. Ach, du Schande. Fernab von seinem heimatlichen Kral oder seinem Dorf. Und meine Güte, haben wir ja Schwein gehabt. Aber guck dir mal an, was da südlich von Port Elizabeth passiert. Nein! Sechs Linienschiffe nähert sich hier der Stadt. Autsch. Puh, 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 kann ich da nur zum wiederholten Male sagen. Okay. Das Gute daran ist, das sind reine Fernkampfschiffe. Diese Schiffe können keine Stadt einnehmen. Sie können die Stadt auf null runterschießen, wie sie es jetzt gerade auch gemacht haben. Solange aber keine Fernkampfeinheit in der Nähe ist, kann da nichts passieren. Solange keine Schützeneinheit oder Nahkampfeinheit keine Nahkampfeinheit in der Nähe ist, meinte ich natürlich. Kann da nicht viel passieren. Das heißt, unbedingt mussten wir diesen Schützen da loswerden und ganz, ganz, ganz dringend dafür Sorge tragen, dass hier bloß niemals eine weitere Nahkampfeinheit in die Nähe von Port Elizabeth kommt, denn die werden Port Elizabeth weiter bombardieren wie die Idioten. Tja. Eine profunde... Was aber durchaus uns zum Vorteil werden kann, denn ich hatte es ja schon häufiger gesagt in diesem Let's Play, die Dummheit der KI ist manchmal durchaus etwas, auf das man sich verlassen kann. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Linienschiffe hier sich weiterhin auf Port Elizabeth konzentrieren, wir es aber dann uns es gelingt, keine Nahkampfeinheiten in die Nähe zu lassen, dann werden diese Linienschiffe möglicherweise nicht bei der Verteidigung von Kapstadt dabei sein. Das ist die letzte Hoffnung, die uns geblieben ist. Eine Hoffnung nicht in die eigene Stärke, sondern eine Hoffnung in die Schwäche zu setzen des Gegners. Trauriges Ende für diese Folge. Bis zur nächsten. Ich hoffe, wir werden dann wieder mehr Mut haben. Und ich hoffe, dass Piro noch ganz, ganz oft diesen klugen Kommentar von sich geben kann, den ich einfach mir nicht oft genug anhören kann, wenn er mit diese weisen Worte wählt und sagt, puh, puh, puh. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.